Weiter mit Marvel's Midnight Suns. Mal schauen, wie wir das in den Griff bekommen. Ich habe ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, man kann diese Missionen auf zwei... Wir haben diese Art von Mission ja schon mal gehabt. Man kann die auf zwei Wege erfolgreich bestreiten. Man kann sie auf vielen Wegen auch verlieren, aber auf zwei Wegen erfolgreich. Die eine Sache ist die, man folgt den Tipps der Entwickler und schaltet diese beiden Geräte als erstes aus. Weil dann ist Mission erfüllt. Das ist aber schwer. Es kommen immer mehr Gegnerwellen. Die Gegnerwellen immer stärker. Die Gegnerwellen werden immer stärker. Die zweite Variante, die Mission zu beenden, das haben wir schon mal erfolgreich geschafft früher. Das ist, dass man die Geräte erstmal ignoriert, die Gegnerwellen schafft, dann ganz am Ende, wenn die letzte Gegnerwelle gekommen ist, weil das hatten wir bei der ersten Mission so, irgendwann war halt Ende Gelände. Das dauerte nicht endlos lang, ne? Dass man dann die Gegner ausräumt, dann die Geräte zerstört und so weiter. Und so habe ich es in Erinnerung, dass es so schon mal war. Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Könnt ihr gerne was zu schreiben, insbesondere auf Twitch im Chat, ob ihr das auch so seht. Hagen, lieben Dank fürs 9. Abo. Die erste Taktik kann man jetzt schon vergessen. Wir sind schon viel zu weit vorangeschritten im Spiel, in dem Kampf hier. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt echt noch mehr und noch stärker als bislang auf die Gegner. Anders glaube ich nicht, dass wir das hier schaffen können. Danke an Hagen. Eine Runde weiter. Explodiert und einen anderen getötet. Spidey bekommt einen Kratzer. Verstärkung kommt. Und irgendwann kommt halt die finale Welle. Das wird ein Spaß. Okay. Jetzt ist es interessant. Das heißt, der hier nach. Nein, habt ihr gesehen? Der Typ hier vorne, der hat ja als Zielerfassung Hunter gehabt und Hunter war nicht angreifbar, weil Hunter wiederbelebt werden musste. Und was hat er stattdessen gemacht? Der ist hat eine Ersatzhandlung gemacht und ist dann von dem Gerät rübergelaufen zu dem. Das hat mehr Trefferpunkte, das will er verteidigen. Da geht, sagt die KI, das kriegen wir nicht mehr so gut durch, das kriegen die eher klein. Das ist ein guter Zug von der KI. Das ist ein echt guter Zug. Das ist ein kluger Ersatzzug. Also, wenn das jetzt ein menschlicher Gegner gewesen wäre, ich hätte es nicht viel anders gemacht, glaube ich. So, wir haben drei Leute, die wir angreifen können, nur. Die drei sind's. Das ist ein Schwacher. Den kriegen wir schnell K.O. Haben wir wieder eine Bindenkarte gerade gezogen bekommen. Jetzt können wir auf jeden Fall Wiederbeleben machen. Andererseits, wir haben so viele Karten von Blade und von Spidey und wir haben keine Hunter-Karte im Augenblick auf der Hand. Wir können Hunter auch erstmal so lassen, wie sie ist und uns erstmal darauf konzentrieren, dass wir die Aktionen wirklich dafür nutzen, um hier noch ein paar Feinde kaputt zu machen. Der vorne würde wen angreifen? Der greift Spidey nachher an. Der greift Spidey an und der greift Blade an. Blade hat reichlich Trefferpunkte, Spidey ist etwas schwächer. Ich glaube, die kriegen wir beide ausgeschaltet. Das sollten wir hinbekommen. Da würde ich mich mal konzentrieren. Ein schneller Angriff, bei K.O. Wird eine Aktion zurückgegeben. Das heißt, ihn können wir benutzen. Eine Aktion zurück, wir sind wieder bei drei. Haben jetzt drei Heldenmut. Jetzt versuchen wir, ihn hier auszuschalten. Alle Helden bekommen 5 Offensive. Kostet uns eine Aktion und zählt, ich weiß nicht wie lange, eine Runde. Ich kann nur raten. Sollen wir das machen? Offensiver Rausch. Oder ist es bis zum Ende der Mission? Ich weiß es nicht. Ist 5 Offensive so entscheidend? Wir müssen auf jeden Fall noch den Inhalt der Karte behalten, aber das ist jetzt im Augenblick egal. Silberflock, 44 Schaden hier drauf. Ja, den kriegen wir diese Runde ausgeschaltet. Und selber, wir müssen gar keine Gesundheitspunkte zurückbekommen, aber der ist dann fast K.O. Und wenn wir vorher, weil das eine Heldenkarte ist, den offensiven Rausch ausspielen, haben wir ihn mit dem Silberflock dann gekillt. Wie lange ist die Offensive erhöht für? Eine Runde vermutlich, ne? Nee. Statuseffekte, 5 Offensive bis zum Ende der
des Kampfes anscheinend. Und jetzt können wir ihn komplett ausschalten. Das wäre natürlich cooler. Aber wir machen es mal. Blende ist schon eine coole Socke, kann man nicht anders sagen. Du musst dich wirklich blenden mit Punisher verstehen. So, und jetzt haben wir noch eine Aktion. Könnten sie sogar wiederbeleben? Oder wir könnten einfach sagen, wir haben nur eine Aktion. Die nächsten beiden Schadenskarten von ihm werden ihn dann bluten lassen hier vorne. Darauf könnten wir jetzt gehen. Wir würden die Wiederbelebung nochmal lassen, weil wir eh keine Hunterkarten auf der Hand haben. Wir können auch Kettenschlag machen hier vorne. Eines der Teile kaputt machen, macht keinen Sinn. Wir nehmen mal, lass sie bluten. Weil den kriegen wir in einer Runde eh nicht ausgeschaltet. Das werde ich zum Nutzen wissen. Einmal Katana-Hieb. Und hier. Den Kettenschlag hatten wir vorher schon. Also die beiden nächsten Aktionen, die er macht, fügen immer Blutung hinzu. Und das kann man dann machen gegen das Ziel hier oben. Jetzt hätte ich gerne eine andere coole Sache. Die können wir machen, kosten keinen Aktionspunkt, nur zwei Heldenmutpunkte. Und da wir sonst gar keine Heldenkarten auf der Hand haben, können wir das machen. Gute Frage von Hideyoshi. Ob es ohne Hunter überhaupt Hunter-Karten gibt, das weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Kann gut sein, dass nicht. Sie wird von keinem angegriffen werden jetzt. Insofern ist das völlig okay. Wir könnten zweimal noch nachziehen. Aber da habe ich... Ich wüsste nicht, wozu. Einmal Manöver. Wir können einmal Manöver und jemand schubsen. Das können wir machen. Kriegen wir es eventuell mit Hunter hin? Das Teil gegen ihn hier zu schmeißen. Wie viele Punkte? Ein 30er Schaden auf den hier vorne. Das wäre doch echt cool hier. Das Teil können wir später immer noch kaputt machen. Wir versuchen ihn hier mal zu erwischen. Ach, wir haben keinen Heldenmut mehr, Scheibenkleister. Habe ich völlig übersehen. Ja, dann war das natürlich Schwachsinn. Dann können wir hier gar nichts machen. Dann hätten wir die Karte nehmen sollen fürs Schubsen. Na, habe ich übersehen. Entschuldigung, mein Fehler. Eine Runde weiter. Hydra hat die Situation unter Kontrolle. Ist auf einmal ganz schwindelig. Kommt jetzt Verstärkung oder nicht? Ja. Drei Leute nochmal. Ah, beide stehen da nebeneinander. Super. Okay. Ja, das ist doch perfekt. Wir haben null Heldenmut. Das heißt, das Teil können wir gleich benutzen, um die beiden hier anzugreifen. Ne? Wenn wir... Naja. Und es sind alles starke mit Trefferpunkten. Allerdings 45, 45. Das wird eine heftige Geschichte. Hier wird Hunter angegriffen, da wird Hunter angegriffen. Wir spielen auf einem leicht erhöhten Schwierigkeitsgrad. Eine weitere Belebung ist nicht möglich. Wir haben keine Heilkarte. Aua. Wir haben keinen Heldenmut. Aua. Also, ich glaube, Hunter geht gleich drauf. Mit anderen Worten, wir sollten ihre Hunterkarten vielleicht jetzt einsetzen. Bei K.O. wird eine Fähigkeit zurückerstattet. Das werden wir nicht schaffen. Aber wenn sie K.O. geht, dann können wir die beiden Karten vielleicht jetzt schon mal nachziehen und sie nicht einsetzen. Das ist... Die können wir ineinander schmeißen. Na, ich würde lieber... Das wäre möglich. Aber dann ziehen wir sie von hier unten weg und da will ich ja eigentlich gleich mit einem Heldenmut einmal schubsen. Wir setzen eine andere Karte ein. Bluten und Verkettung. Einmal hier drauf.
Nochmal da drauf und dann ein drittes Mal. Einmal hier hin. Aber man kann nicht denselben zweimal verketten, ne? Verketten macht 13er Schaden. 3 mal 13 ist 39. Dann können wir hier mit dem schnell... Ja, ich weiß, wie wir es machen. Einmal. Zweimal. Wird auch Zeit. Er sollte überleben. Mit ganz wenig Trefferpunkten. Klingt, als würden sie einfach ihre Mama vermissen. Ja, blutet. Der hat noch eine Aktion. Und danach setzt erst das Bluten ein und entfernt ihm die Trefferpunkte. Wir verhindern, dass er Hunter angreift, indem wir jetzt den mit Hunter selber... Wir haben einen Heldenmut. Und wir haben noch zwei Aktionen. Wir schubsen erstmal das Teil mit dem einen Heldenmutpunkt hier rein. Oh, oh, Moment. Ich will das hier einsetzen. Klappt das hier gerade? Ich bin mir den gerade nicht sicher. Hier bitte drauf. Genau. Hä? Wir können nur einen verwunden, ne? Ist das bewegen oder ist das Schubs? Ja, wir müssen uns mal abwarten. Ah, sie benutzt es als Sprungbrett. Alles klar. Jetzt haben wir noch zwei Aktionen. Das hat keine Aktion gekostet, nur einen Heldenmut. Und jetzt machen wir mit ihr. Bei K.O. wird eine Fähigkeit zurückerstattet. Hier den schnellen Schnitt. Sehr schön. Einen der beiden, der sie angreifen wollen, haben wir ausgeschaltet. Wir haben immer noch zwei Aktionen, das ist verdammt viel. Wir haben den Kettenschlag, der 31 Schaden macht. Echt extrem, weil wir eben eine Karte ausgespielt hatten. Und das könnten wir jetzt auch benutzen, damit Hunter nicht nochmal angegriffen wird. Hier einmal drauf. Der hier ist für dich. Das ist nicht gut. Das ist ein hübscher Trick. Wie viel Schaden bleibt? Wie viele Lebenspunkte bleiben? 29. Eine Aktion ist noch da. Ah, das wird nicht reichen. Wir könnten einmal noch nachziehen und hoffen, dass wir eine coolere Karte bekommen. Also der Silberpflock. Ach Mist, wenn wir einen weiteren Heldenmutpunkt hätten jetzt, ne? Aber nur eine Aktion. Wenn wir irgendwie nur einen Heldenmut generieren würden. Aber ich wüsste nicht wie. Können wir irgendwas noch in die Luft jagen? Wir können noch einmal schubsen. Wir können einmal schubsen ohne Aktion und einmal schneiden. Damit kriegen wir ihn eventuell ja doch. Wir schaffen das. Keine Gnade für Liliths Diener. Ja, wir schaffen das. Du bist ziemlich gut hier drin. Kannst du mir das vielleicht beibringen? Ja, einmal Manöver noch, drei Heldenmutpunkte, keine Aktion mehr, aber noch einmal Manöver. Und wenn sie kann ihn ausschalten, dann bekommt sie keinen Angriff mehr. Wir ziehen mit ihr. Hier hin und schubsen ihn dann. Nein, das machen wir anders. Hier vorne hin. Oh nein. Ich habe sie so weit, zu weit weggezogen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Das wird als Doppelklick interpretiert. Ich hatte einen nervösen Zeigefinger. Es wird als Doppelklick interpretiert. Man macht normalerweise einen Klick, dann guckt man, wo man ist und dann geht's weiter. Und jetzt ist verschenkt. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Es ist echt ärgerlich hier. Mein Mausklick wurde als Doppelklick interpretiert. Das ist echt ärgerlich jetzt. Glückstreffer. Warte nur, bis ich dran bin. Mutter, beschütze uns. Und zieht nochmal eine Gruppe nach. Ich fühle mich nicht so gut. Gibt's nochmal Verstärkung? Es gibt keine Verstärkung mehr. Das war die letzte Welle.
Es gibt keine Verstärkung mehr. Das heißt, anscheinend, wir müssen nur noch die ausschalten, dann die Geräte und dann ist alles gut. Greift irgendjemand von den Kollegen hier Hunter an? Keiner. Keiner greift Hunter an. Das heißt, sie überlebt auf jeden Fall. Und sie kann wunderbar. Sie kann sogar nachher nochmal sich selber heilen und bei Überheilung zwei Karten ziehen. Das wird nicht klappen. Wir können in aller Ruhe Leute ausschalten. Er ist benommen. Und er ist am Ende des Zuges wieder handlungsausfähig. Wir können Silberpflock jetzt ausspielen. Silberpflock stellt bei ihm Gesundheitspunkte wieder her. Das brauchen wir eigentlich nicht. Alle greifen gleich Spidey an. Und Spidey ist benommen. Also sollten die beiden ausschalten eigentlich. Das wär nicht doof hier. Spidey hat dann noch 68 Punkte. Und er macht einen Angriff auf Spidey. Das sollten wir überleben. Wenn wir beide killen, klappt das. Eine Tür wäre heilen. Eine der drei Aktionen nutzen, um Spidey wieder bei Überheilung zwei Karten ziehen. Können Spidey überheilen, dann ist er wieder fit. Das wäre die Alternative. Haben wir noch einen einfachen Angriff? Zuerst schalten wir mal. Wir können ihn auch schubsen hier. 10er Schaden hier. Wir können ihn schubsen und umbringen mit einem Manöver. Gegen den hier vorne. Das können wir auch machen. Wir ziehen sie hier vorne hin. Jetzt hoffe ich sehr, dass es nicht wieder als Doppelklick interpretiert wird. Jetzt klappt's. Okay, ich hatte nicht drauf geachtet, wer zieht, aber ob Blade oder der andere ist ja eigentlich egal. Einer ist weg. Der da hinten greift Spidey noch an. Den sollten wir jetzt noch ausschalten. Wir haben immer noch drei volle Aktionen. Wir bekämen zwei weitere Karten, wenn wir einmal Spidey heilen. Aber vielleicht versuchen wir erstmal den hier vorne mit den 45 Trefferpunkten auszuschalten. Da würden wir drei verlieren von Heldenmut. Damit würden wir Doppelblutung bekommen. Wir machen einmal das natürlich extrem hier. Also das wäre natürlich sehr naheliegend hier. Ne? Aber ihn ausschalten ist Gold wert. Aber die Karte ist so heftig. Kriegen wir ihn auf anderem Wege ausgeschaltet? Ich glaube nicht. Können wir ihn irgendwo gegenschmeißen? Wir können es zweimal auf ihn selber machen. Nicht blinzeln. Du bist die Mutter von mir. Er blutet. Oh, benommen ist entfernt. Jetzt schon. Das ist ja super cool. Ich dachte, das wird noch was dauern. Wir haben zwei Aktionen noch. Wir haben vier Heldenmut. Das generierte gerade Heldenpunkte. Und jetzt. Da kommen wir heilen Spidey aus. Dann bekommen wir nochmal coole Karten, wer weiß, was es ist. Und generieren nochmal zwei Heldenmut. Das Licht trägt dich weiter. Zwei Karten ziehen wir jetzt, weil wir überheilt haben. Oh, wow! Ja! Eine Aktion, aber wir haben noch sechs Heldenmutpunkte. Großer Angriff, alle Hunter-Karten werden abgelegt. Das ist der Malus und 38er Schaden. Und da wir. Ja, und dann würden wir die Schattenpeitsche ablegen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und würden dann. Alternative ist natürlich jetzt den Silberpflock benutzen. Und mit dem Silberpflock, der ja vorne, der wird ja von alleine gleich geschwächt, den ja schon mal schwächen, damit er blutet hier. Nee, das ist keine Blutenkarte.
Kann man beides begründen. Also einmal, hier wird Spidey angegriffen da. Wir könnten ihn ja vorne ausschalten mit dem großen Angriff. Dann würde Spidey nur einmal angegriffen werden. Wir können aber hier das Teil aber auch schmeißen. 10er Schaden auf den hier. Dann würde er noch einmal einen Schaden machen. Würde durch Bluten verlieren. 27 Schaden. Der ist über. Der ist mehrfach im Bluten. Er verliert 27 Schaden am Ende des Zuges. Das heißt, er macht gleich einen Angriff und dann ist er futsch. Den einen Angriff gönnen wir ihm noch. Das ist kein starker Gegner. Das darf er ruhig. Das heißt, wir konzentrieren uns auf den Halunken hier vorne hier. Ja? Das heißt, wir machen einmal den Silberpflock hier links drauf. Das ist massiver Schaden. Oder wir reservieren uns den Silberpflock für die nächste Runde und sorgen dafür, dass der Silberpflock damit Bluten versehen wird. Das gefällt mir. Und zwar Doppelblutung. Das habe ich gebracht. So, wir haben keine Manöverpunkte mehr. Wir haben noch Heldenmutpunkte. Mit Heldenmut kann man Sachen schmeißen auf Leute. Also hier können wir einen Heldenmut benutzen, um das Teil auf den hier rechts zu schmeißen, zum Beispiel. Hier können wir sonst gar nichts machen. Aber es ist überflüssig. Wir geben er überlebt ja auf jeden Fall. Es ist nur ein 10er Schaden. Es ist einfach verschenkt. Das machen wir nicht. Einmal Zug beenden. 18er Schaden. 11er. Ich muss mir irgendwo den Kopf gestoßen haben. Das tut nicht wirklich weh. Jetzt hoffe ich sehr, dass nicht nochmal ein Nachschub gezogen wird. Der ist K.O. Ein Feind ist noch da. Jetzt hoffen, dass keine Verstärkung kommt. Ja, das ist das. Es kommt keine Verstärkung. Das ist das, was ich gesagt hatte. Irgendwann hören die Heldenwellen auf. Und deshalb ist das nicht schlimm, dass wir den Entwicklerrat nicht angenommen haben und nicht diese beiden Teile hier zuerst kaputt gemacht haben. Wir schalten alle Ruhe in ihr aus und dann gucken wir, machen wir die anderen Sachen auch noch kaputt hier. Ne? Silberpflock hat jetzt Bluten. Hier drauf bitte. Die Kiste müssen wir uns noch holen, die Versorgungskiste. Der Schutz hier oben ist weg. Das heißt, wir können das Teil direkt angreifen hier. Und er greift als nächstes Hunter an. Zielerfassung Hunter. Und das ist krass. Denn Hunter hat kaum noch Trefferpunkte. Also es wäre nicht schlecht, wenn wir mit den letzten zwei Aktionen und fünf Heldenmutpunkten ihn irgendwie noch K.O. machen. Ne? Das wäre nicht doof. Großangriff. 38er Schaden. Alle Hunter-Karten werden abgelegt. Wir würden die Schattenpeitsche verlieren. Die ist eh nicht so cool. Ein Heldenmut geht drauf. Das können wir auf jeden Fall machen. Du hattest deine Chance zu entkommen. Krass. Sehr schön. So, jetzt hat er noch wie viel? Noch 64. Wir haben nur eine Aktion. Einmal Manöver. Binden. Handlungsunfähig. Das ist es. Das ist die letzte Aktion. Super cool. Wir binden ihn hier und er kann dann nicht agieren und blutet nur in aller Ruhe noch ein bisschen. Das wird bestimmt gut. Super. Also Blade spielt sich auch gut als Alternative zu Captain Marvel. So, und jetzt haben wir noch... da haben wir keine Aktion mehr für. Wir können noch mit Heldenmut noch irgendwas machen, aber wir können ihn noch einmal schubsen hier. Wir schubsen ihn mit Blade. Blade stellt sich vor ihn hin. Geht das nicht? Oh nein. Warum geht das nicht mit dem Schubsen? Ich versuche immer einmal, zweimal. Ich habe es ein paar Mal schon hinbekommen. Irgendwie kriege ich das mit einmal Klick und mit zweimal Klick nicht hin. Also das war jetzt gerade verschenkt hier. Tut mir herzlich leid. Ich habe es echt gerade probiert.
Gefesselte können nicht geschubst werden, meint wie das in dir. Das könnte sein. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. So. Prima. Drei Aktionen. Der blutet 27 weg, aber kann gerade vorne einmal Hunter an, den sollten wir schon ausschalten. Ja, danach ist sie selber verwundbar. Dunkle Fähigkeit. Das kann uns vollkommen Schnuppe sein. Einmal hier den 28er Schaden drauf. Weil sie wird ja nicht mehr angegriffen. Sie ist verwundbar, was soll's. Scheinbar fährt sie mehrgleisig. Oh Gott, was? Fraxa, hey, danke für 27. Abo. So, und jetzt machen wir noch einen kleinen Angriff. Da bekommen wir sogar eine Aktion zurück. Das ist eine Schnelligkeitsgeschichte. Na, aber bitte nicht. Ich würde ja gerne hier rechts reinschmeißen, aber das ist mir... Okay, wir machen einmal Manöver. Wir ziehen mit ihm einmal... hierhin. So, und jetzt können wir den Schnelltritt hier reinmachen. Ja. Jetzt sind nur die beiden Gegenstände da. Jetzt spiele ich einmal die rote Keycard auf. Falls das Spiel so programmiert ist, dass dann, wenn keine Gegner mehr da sind, nur noch die Geräte, dass dann die Mission als beendet gilt. Da gehen wir auf Nummer sicher und bergen hier die rote Vorratskiste. Credits. Naja, man nimmt mal alles mit hier. Einmal durch den Wald laufen gibt auch 26 Credits. Eine Aktion bleibt. Bluten ist ja, das ist eigentlich alles Quark hier. Ja, das machen wir natürlich nicht hier. Einmal nochmal einen Schnellangriff hier drauf. Aufgepasst. Auch wenn das mit dem Bluten nicht klappt. Und ich dachte, mein Ding wäre hässlich. Und eine Runde weiter. Die dunkle Heilung, die können wir schon mal abwerfen. Großer Angriff. Einmal Zug beenden. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ja, ganz ruhig bleiben. 34 Trefferpunkte, 16 hier vorne. Einmal hier drauf, bitte. Der hier ist für dich. Du musst ganz schön mutig sein. Ich würde definitiv nicht gegen drei Punkte bleiben übrig. Einmal Schnelltritt. Dafür müssen wir den allerdings irgendwo gegen schubsen. Ich wüsste nicht, geht auch gar nicht. Alle Hunterkarten abwerfen und einmal den 38er Schaden hier drauf. Wow. Boah, sah die böse aus. Aber noch bist du nicht über den Berg. Jetzt haben wir noch eine letzte Aktion und machen. Könnte dir nirgendwo einmal den Schnellangriff hier drauf. Wer kommt als nächstes? Wie ja! Vereitelte Hydra-Operation. Ich liebe diesen Satz. Sehr cool. Gamma Helix Infospeicher 26 Credits bekommen, 60 Gloss. Oh, Alter, das ist die Schwierigkeit, die wir ausgewählt hatten. Wir hatten sehr lange dafür gebraucht, deshalb bekommt man ja einen Gloss Malus. Es geht nur darum, ob man mehr kosmetische Geschichten hier bekommt. Also ich finde Blade als Alternative zu Captain Marvel, auf die Gefahr mich zu wiederholen, eigentlich ziemlich cool auch. Ne? Da kann man auch schöne Sachen mitmachen. Ja, Nico, das Böse wurde wieder einmal in seine Schranken verwiesen. Oh. Unsere Helden kehren zurück. Hunter, Spidey, Blade. Freundschaftspunkte mit beiden.
Und wir sollen ein Schwätzchen mit Nico führen und das machen wir sehr, sehr gerne.